Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir befinden uns beim dritten Video zum Bereich Neuregelung im Steuerrecht 2020. Und ja, wie ihr seht, wir werden folgendermaßen vorgehen. Zuerst schauen wir uns an, dass KV- und PV-Beiträge für Kind Sonderausgaben sind. Dann gehen wir zu Punkt 2, Senkung Umsatzsteuer für E-Books und Menstruationsprodukte von 19 auf 7%. Das hat höchstwahrscheinlich jeder mitbekommen. Dann drittens, Neugründung Unternehmen ab 2021, nur noch quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung, nicht mehr die monatliche. Viertens, Anhebung Freibetrag für betriebliche Gesundheitsförderung. Fünftens, Verringerung Aufbewahrungspflicht. Sechstens, Mindestausbildungsvergütung. Da haben wir jetzt dann erstmal die Themen durch, die sicher sind. 7 und 8, das sind jetzt dann die Themen, die geplant waren, wo es Entwürfe zu gab, die sich aber leider nicht den Weg gefunden haben in die endgültigen Sätze, von denen ich aber hoffe und eigentlich auch relativ fest davon ausgehe, dass die kommen werden, einfach weil sie extrem sinnvoll sind. Das ist siebtens, Anhebung der GWG-Grenze und Wegfall von Sammelposten und achtens, die Verkürzung der allgemeinen Aufbewahrungsfrist auf 8 Jahre. So, wir fangen natürlich an mit erstens, KV- und PV-Beiträge für das Kind sind Sonderausgaben. Zumindest wenn sie für eigene Kinder getragen werden, ab 01.01.2020 nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 StG. Voraussetzung ist hierbei, dass der Steuerpflichtige die Leistung durch Bar- oder Sachunterhalt wirtschaftlich auch getragen hat. Das heißt, er muss auch belastet sein, damit er das geltend machen kann. Und die Einkünfte des Kindes sind hierbei unglaublich unerheblich. Es ist vollkommen egal, was und ob es welche hat. Es geht nur darum, wer wirtschaftlich denn mit diesen Sonderausgaben belastet ist. Zweitens, Senkung Umsatzsteuer von 19 auf 7% für Menstruationsprodukte und E-Books. Ja, die Überschrift sagt es eigentlich schon, ab 01.01.2020 sind Menstruationsprodukte nur noch mit 7% Umsatzsteuer behaftet. Nach § 12 Absatz 2 Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 2 Nummer 55 USTG. Und ebenfalls noch mit 7% Umsatzsteuer zu besteuern sind elektronische Bücher, Zeitungen etc. Ausgenommen jene mit jugendgefährdenden Inhalten oder jene, die vorwiegend Werbezwecken dienen. Das finden wir in § 12 Absatz 2 Nummer 14 USTG. Jugendgefährden ist schwer zu definieren. Man findet am ehesten mal zum § 15 des Jugendschutzgesetzes. Da ist eine relativ lange Auflistung. Dort steht allerdings das, was auch jeder vermutet, wenn er jugendgefährdet hört, also sexuelle Darstellung, Gewalt, Verherrlichung von Krieg, Misshandlung, körperlicher und oder seelischer Missbrauch. Bücher, die über sowas sind oder die sowas darstellen, die sind dann nicht befreit. Das wollte man steuerlich nicht fördern, sozusagen. Damit sind wir schon noch bei drittens. Neugründung Unternehmen ab 2021 nur noch die quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung. Bis 31.12.2020 ist es allerdings noch anders. Wer bis dahin ein Unternehmen gründet und umsatzsteuerpflichtige Umsätze tätigt, muss im Jahr der Gründung und im Folgejahr monatliche Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Das finden wir in § 18 Absatz 2 Satz 4 USTG. Ab 01.01.2021 bis zumindest 31.12.2026 soll dann gelten, ja, wer ein Unternehmen gründet und umsatzsteuerpflichtige Umsätze tätigt, bla bla bla, im Jahr der Gründung und Folgejahr monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen sind abzugeben, § 18 Absatz 2 Satz 4 USTG, es sei denn, die auf das Jahr hochgerechnete Umsatzsteuer zahlt, das ist maximal 7.500 Euro. Dann gilt als Voranmeldungszeitraum das Quartal nach § 18 Absatz 2 Satz 6 USTG. Das wurde im Bürokratieentlastungsgesetz 3 beschlossen. Dazu machen wir eine kleine Ad-Hoc-Übung. Die Frage lautet hier, welche Umsatzsteuervoranmeldungszeiträume würden für ein neu gegründetes Unternehmen im Gründungsjahr gelten, wenn mit einer monatlichen Umsatzsteuerzahllast von 600 Euro zu rechnen ist und das Unternehmen erstens am 1. Mai 2020 und zweitens am 1. Mai 2022 gegründet wird. Im ersten Fall wäre es immer irrelevant, denn bei Neugründung gilt halt immer monatlich bis 31.12.20. Deswegen monatlicher Voranmeldungszeitraum. Bei zweitens ist es hingegen wichtig, denn das ist nach den 31.12.20. Da müssen wir also prüfen, wir haben ja 8 Monate mal 600 Euro sind 4.800 Euro, das heißt hochgerechnet auf ein Jahr sind wir 12 Monate mal 600 Euro, macht 7.200 und damit sind wir unter der 7.500 Euro Grenze, weswegen wir quartalsweise abgeben dürfen. Viertens, Anhebung Freibetrag für betriebliche Gesundheitsförderung.
Ja, was versteht man überhaupt unter betriebliche Gesundheitsförderung? Das sind eigentlich alle präventiven, sensibilisierenden oder akuten Maßnahmen, die von den Krankenkassen verifiziert werden, die der Arbeitgeber zur Gesunderhaltung seiner Angestellten diesen zukommen lässt. Wichtig ist dabei, die müssen zum unentgeltlichen Arbeitslohn gewährt werden, also keine Gehaltsumwandlung. Bis 31.12.2019 waren solche Maßnahmen bis 500 Euro Arbeitnehmer und Jahr nach § 3 Nummer 34 EStG lohnsteuerfrei und damit auch einkommenssteuerfrei und in der Regel auch SV-frei. Ab 1.2020 erhöht sich der Freibetrag auf 600 Euro pro Jahr und Arbeitnehmer. Und solange der Freibetrag nicht überschritten ist, sind diese Leistungen zudem nach § 1 Absatz 1 Satz 1 SV e.V. auch als sozialversicherungsfrei. Fünftens, spannendes Thema, Verbringung, Aufbewahrungspflicht. Als ich das erstmal hörte, dachte ich, wow, total toll, das, was ich mir gewünscht habe, wo wir jetzt quasi an den letzten Punkt hinkommen, ist umgesetzt worden. Das war es leider nicht, das habe ich mir mal genauer durchgelesen. Und das wird leider auch in vieler Fachliteratur aktuell ein bisschen, ja, entweder falsch geschrieben oder 1 zu 1 abgepinnt, weil er sich nicht sicher ist. Ich muss gestehen, ich hatte ja auch ein paar Unsicherheiten, habe es aber mehrfach gelesen, mir auch ein paar andere Meinungen geholt, ein bisschen diskutiert und bin mir relativ sicher, dass das so gemeint ist, wie ich es hier vorstelle. Hier geht es um den Paragraphen 147 Absatz 1 Nummer 1 4 4a in Verbindung mit Paragraph 147 Absatz 3 AO. Und danach sind Bücher, Jahresabschlüsse, Inventare, Buchungsbelege, Einfuhrpapiere wie Verbringungsnachweise alle 10 Jahre lang aufzubewahren. Soweit so gut, nichts Neues. Paragraphen 147 Absatz 3 finden wir, dass alle anderen Unterlagen 6 Jahre aufzubewahren sind. Auch nett. Neu ist Folgendes: Und zwar ab 01.01.20 soll oder wird im Rahmen des Bürokratieentlastungsgesetzes 3 nach Paragraph 147 Absatz 6 Satz 6 AO Daten, das heißt Belege nach Ablauf einer 5-jährigen Frist auch ausschließlich auf digitalen externen Datenträgern gespeichert werden dürfen, bis die obigen Fristen abgelaufen sind. Das heißt, was so toll klang, Verringerung der Aufbewahrungspflicht, man hat nicht die Aufbewahrungszeitraum gekürzt, sondern hat nur gesagt, ja Moment, ihr dürft die Art der Aufbewahrung wechseln nach 5 Jahren. Mehr nicht. Damit sind wir jetzt sechstens der Mindestausbildungsvergütung. Ja, wie es den Mindestlohn gibt für, ich sage mal in Anführungszeichen, normale Angestellte, gibt es auch die Mindestausbildungsvergütung jetzt für alle Azubis. Und zwar für alle Ausbildungsverhältnisse, die ab dem 01.01.2020 beginnen. Da gelten jetzt Mindestausbildungsvergütungen nach § 17 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz. Mit höheren Lehr- bzw. Ausbildungsjahren steigt halt auch die Mindestausbildungsvergütung um festgelegte Prozentsätze bezogen auf die Vergütung des ersten Lehrjahres. Wichtig dabei, Verträge oder Tarifverträge dürfen höhere Ausbildungsvergütungen beinhalten, die muss man zugrunde legen, aber die Mindestausbildungsvergütung darf auch bei denen nicht unterschritten werden, sonst sind die einfach nichtig. So, was hat man festgelegt? Beginnt die Ausbildung 2020, dann hat man für das erste Lehrjahr 515 Euro pro Monat zur Verfügung. Für das zweite Lehrjahr kommen 18% dazu, das gilt für alle Jahre dann jetzt, immer von diesen, als Basis immer vom ersten Lehrjahr. Und ausgerechnet sind es 607,70 € pro Monat. Beim dritten Lehrjahr kommen 35% dazu, macht 695,25 € pro Monat. Und im vierten Lehrjahr kommen 40% dazu, macht 721 Euro. Ja, ab 2021 beginnen wir bei 550 Euro, gehen auf 649 Euro im zweiten Lehrjahr, auf 742,50 € im dritten Lehrjahr und im vierten auf 770 Euro. Beginnt das Ausbildungsverhältnis in 2022, dann startet der Azubi mit 585 Euro, bekommt im zweiten Lehrjahr 690,30 €, im dritten Lehrjahr 780,75 € und im vierten Lehrjahr, wenn es denn eins gibt, 819 Euro. Die Definition des Gesetzes hört im Jahre 2023 auf, danach ist nichts mehr festgelegt, das wird man höchstwahrscheinlich weiter anpassen. Aber hier gilt erstmal für das erste Lehrjahr 620 Euro. Im zweiten 731,60 €, im dritten Lehrjahr 837 Euro und im vierten 868 Euro. Machen wir hierzu eine kleine Übung. Ich habe mir ein paar Aufgaben ausgedacht und ihr sollt hier halt bei den vorliegenden Fällen entscheiden, wie viel Mindestausbildungsvergütung den jeweiligen Auszubildenden zusteht und eure Entscheidung bitte auch begründen.
An der Stelle möchtet ihr euch natürlich wieder bitten, das Video zu pausieren, Stift und Papier oder irgendein anderes Medium zum Arbeiten zur Hand zu nehmen und mal die Aufgaben zu lösen, um zu sehen, ob das sitzt. Ich bringe natürlich schon zur Lösung und dann vergleichen wir. Ich wünsche viel Erfolg, bis gleich! Okay, kommen wir zur Lösung. Erstens, A.S. Best beginnt seine Ausbildung zum Maurer am 14.08.2021. Wie hoch ist seine Vergütung am 01.09.2022, wenn es keinen Tarifvertrag gibt? Ja, die Lösung ist recht einfach, da das Ausbildungsverhältnis in 2021 begonnen hat und er sich am 01.09.2022 im zweiten Lehrjahr befindet, beträgt seine Vergütung 649 Euro pro Monat, ganz einfach laut Tabelle. Zweitens, G.Aya beginnt ihre Ausbildung zur Floristin am 1. April 2020. Wie hoch ist ihre Vergütung zum Ausbildungsbeginn, wenn es einen Tarifvertrag gibt, laut dem im ersten Ausbildungsjahr 500 Euro monatlich zu zahlen sind? Ja, da das Ausbildungsverhältnis in 2020 begonnen hat und sie sich am 1. April 2020 im ersten Lehrjahr befindet, beträgt die Mindestvergütung 515 Euro pro Monat. Das ist auch die anzusetzende Vergütung, da die Vergütung laut Tarifvertrag von 500 Euro pro Monat den Mindestwert unterschreitet und daher nicht zulässig ist. Drittens, B. Ulbus begann ihre Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten bei einem Augenarzt am 1. September 2019. Laut Tarifvertrag steht ihr im zweiten Lehrjahr eine monatliche Ausbildungsvergütung von 450 Euro zu. Wie hoch ist ihre Vergütung zum 1. Dezember 2020? Ja, die Ausbildung hat vor 2020 begonnen, also am 01.09.2019, und damit sind keine Mindestausbildungsvergütungen vorgeschrieben. Das bedeutet wiederum, dass die 450 Euro laut Tarifvertrag zugrunde zu legen sind, da sie sich dort im zweiten Lehrjahr befindet. Siebtens, Anhebung GWG-Grenze und Wegfall vom Sammelposten. Leider noch nicht verabschiedet, war im Entwurf. Im Eckpunktpapier zum Bürokratie-Entlastungsgesetz 3 war das geplant, dass man die GWG-Grenze auf 1.000 Euro anhebt und gleichzeitig den Sammelposten wegfallen lässt. Da hat dieser eigentlich auch jetzt schon mit dieser 800-Euro-Grenze eigentlich keine Bedeutung mehr hat. Diese Regelung wurde leider nicht verabschiedet. Es ist auch zu erwarten, dass dieser bald folgen wird. Aktuell ist der Sammelposten nur dann sinnvoll, wenn ein möglichst hoher steuerlicher Gewinn angestrebt wird, bei zeitgleichem Dokumentationsaufwand der Güter für einen Zeitraum von 5 Jahren. Es ist also sowohl, ja, ich sag mal, rechnungstechnisch als auch verwaltungstechnisch eher aufwendig, den Sammelposten zu haben. In der Praxis, wie gesagt, eher unüblich und unpraktikabel, daher eigentlich gar nicht mehr notwendig. Ja, sollte die Änderung durchgeführt werden, dann ergibt es sich alle Wirtschaftsgüter, die ja selbstständig nutzungsfähig sind, bei Anschaffungskosten und Herstellungskosten von 0 bis 250 Euro bis 2017 war es Aufwand und ab oder seit 2018 wurde das auf 250 Euro erhöht. Da haben wir alles Aufwand von 0 bis 250 Euro. Das wird auch so bleiben, wenn die Gesetzesänderung durchkommt. In 20 oder bis 2017 war es noch so, alles was drüber war über den Aufwand, also 151 bis 410 Euro, hier hat man die Wahl, ob man GWG oder Sammelposten bildet. Das hat sich verlagert ab 2018. Hier durfte man dann sagen, 251 Euro bis 800 Euro ist ein GWG oder ein Sammelposten. Das wird sich ändern. Es wird dann nur noch das GWG geben ab 251 Euro, bis zu 1.000 Euro. In 2017 war es dann halt noch so, wollte man Sachen von 411 bis 1.000 Euro nicht selbstständig aktivieren in dem Sinne, dann mussten Sammelposten gebildet werden oder man hat halt GWG gewählt und musste aktivieren. Was sich dann 2018 dann verändert hat, wo es nur für 801 bis 1.000 Euro galt, das war dann der einzige Bereich, wo man zwingend den Sammelposten wählen musste, wenn man denn quasi die aktivieren wollte, nicht selbstständig aktivieren wollte als Anlagegut, sondern irgendwo in diesen kleinen Bereichen. Und bei allen bleibt gleich, ab 1.000 Euro ist und bleibt es ein Anlagegut, was selbst zu aktivieren ist. Damit sind wir im letzten Thema, die Verkürzung der Aufbewahrungsfrist auf 8 Jahre, die leider noch nicht verabschiedet ist. Das war halt auch im Eckpunktpapier zum Bürokratieentlastungsgesetz 3. Und da sollte die Aufbewahrungsfrist nach § 147 Absatz 1 Nummer 144a in Verbindung mit § 147 Absatz 3 AO von 10 auf 8 Jahre heruntergesetzt werden.
wurde leider nicht verabschiedet und ist, kann ich leider auch nicht sagen, ob die verabschiedet werden wird. Schön wäre es, aber mittlerweile ist nicht mehr sicher. Diese Regelung wäre allerdings toll, denn sie würde rein mathematisch eine Entlastung um 20% der Lagerkapazitäten für Dokumente oder auch Speicherkapazitäten für digitale Belege zur Folge haben und wäre da wirklich mal ausnahmsweise eine echte Bürokratieentlastung. Gut, damit sind wir durch mit den Neuerungen 2020. Ich hoffe, es war für euch interessant. Würde mich freuen, euch wieder zu hören, zu sehen, zu lesen. Gerne in den Kommentaren und auch gerne mit Abo natürlich. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage Tschüss.